So, da einige mitbekommen haben, dass ich wirklich auf Spielesuche bin, bin ich jetzt auf Valheim gestoßen. Ist ein, wie soll ich sagen, Survival-Spiel, aber in meinen Augen so ähnlich wie Ark. Aber bei Ark zum Beispiel hat mich immer gestört, dass ich direkt am Anfang sterbe. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war so meine Erfahrung, was Ark betrifft. Aber ich bin dann auf Valheim gestoßen und will euch das Spiel einfach mal einen Tick näher bringen. Frage halt, lohnt sich das Spiel? Lohnt es sich nicht? Was kostet das Spiel? Ich habe eben gerade nochmal nachgeguckt. Also 16,79 € kostet das ganze Spiel. Ist nur bei Steam zu erhältlich. Und ich würde sagen, für 17 Euro kann man eigentlich in Anführungszeichen nicht so viel erwarten, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich positiv überrascht von dem Spiel. Also ich dachte erst so, ja, Grafik, aber wenn man genauer hinguckt, man weiß eigentlich selber, wenn man ein Spiel länger spielt, die Grafik wird dann zweitrangig. Haben auch meine Leute dann im Stream so gesagt. Apropos Stream, also ich werde wahrscheinlich das Spiel entweder halt auf YouTube streamen oder auch auf Twitch. Wer bei Twitch gerne dabei sein will, gerade mal in die Videobeschreibung gehen, auf meinen Kanal drauf. Ein Follow da lassen, auch da werdet ihr natürlich dann die Streams nicht verpassen. Aber ich würde sagen, wir gehen auch rein, aber vorweg, das ist jetzt nicht irgendwie, ja, bitte lasst ein Abo da. Aber wenn ihr Bock habt, halt Tutorials zu sehen oder Tipps und Tricks, gern ein Abo da lassen, weil ich habe schon einige Fragen zu dem Spiel gehabt, weil sich das Spiel quasi nicht unbedingt selber erklärt. Du kriegst keine Tutorial, ein ganz kurzes Tutorial bekommst du schon. Aber du bekommst nicht dauernd gesagt, mach jetzt das, jetzt musst du bitte das machen. Also es ist irgendwie so ein bisschen Learning by Doing, aber manche Sachen, wenn du nicht direkt drauf kommst, verzweifelst du. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ich würde behaupten, ich habe das Spiel jetzt so 20 Stunden gespielt und habe dann heute erst herausgefunden, durch YouTube, wie man überhaupt den ersten Boss finden kann. Also gerne ein Abo dalassen. Ich werde quasi alles, was das Spiel betrifft, per Video festhalten, werden zwar dann logischerweise kürzere Videos, aber so findet man halt direkt, was man sucht und natürlich auch logischerweise die Antwort. So, ich würde sagen, wir gehen mal kurz rein. Ihr seht schon, Family Hack. Ich habe mir auch, glaube ich, schon, ja, das war nur ein Testobjekt, aber da ist mein normaler Surfer, da ist YouTube, da werde ich dann in den Tutorials einzeln nochmal drauf eingehen, aber wir gehen jetzt mal in die erste Welt rein, die ich gestartet habe. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, die sich schon ein bisschen besser auskennen, die klassischen Anfängerfehler gemacht habe. Aber ich wollte jetzt nur mal so ganz kurz, grob mal das Spiel zeigen, wenn ihr halt mal ein paar Stunden schon im Spiel verbracht habt und ein bisschen was schon erreicht habt. Über das Haus sah ich schon direkt, ja, ich habe dann eben auch mal so ein bisschen Häuserbau angeguckt und musste auch feststellen, mein Haus ist auch falsch gebaut. So, wie ihr seht, so sieht das aus, wenn man sich hier ein bisschen ausprobiert. Was war mein erster Fehler, den ich gemacht habe? Richtig, ich habe ein rundes Haus. Nimmt am besten ein echt rechteckiges. Aber wie gesagt, auf so Geschichten gehe ich dann später noch ein. So, was haben wir hier? Wie ihr seht, Grafik, ganz ehrlich, desto länger ich das Spiel spiele, desto besser gefällt mir die Grafik. Man kann es ungefähr so vergleichen wie damals bei Minecraft. Man hatte eigentlich gedacht, die Grafik, nee, das ist doch, nee, geht gar nicht. Aber hier muss ich echt sagen, man gewöhnt sich immer mehr dran. Am Effekt, also am schönsten finde ich wirklich, wenn es regnet, auch wenn es nervt. So, dann zeigen wir mal den ersten Kampf. Warte mal, wie war das? Ducken, C, A. Ne, das war hinsetzen. Eieiei, machen wir es ganz einfach. Einmal Bogen. Weil Rehe zu töten ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß wie. Das meine ich nämlich damit. Aber wie gesagt, dazu kommen halt dann auch alles Videos, wie macht ihr das am besten. Weil am Anfang, ich habe aufs Reh geschossen. Sagen wir mal so, wie jetzt, warte, auf die kleine Eidechse hier unten. Warte, so habe ich geschossen. So, da ist die Eidechse. Plupp, nicht getroffen. Und jeder wird jetzt sagen, hä, wieso ist der Pfeil jetzt vor dem gelandet? Aber in Wirklichkeit hat er doch drüber gezielt. Richtig, man muss einiges dazu lernen hier. So, zack, komm her, du Eidechse. Aber was haben wir noch? Bäume fällen, halt das übliche Survival-Gedöns halt. Aber ich würde sagen, jeder, der ein bisschen länger reingeguckt hat, wird auch wissen, was ich damit meine. Es ist schon ein bisschen anders und vor allem aufwendiger.
Ihr wisst alle, die meisten Spiele haben so um die 5, 6, 7, 8 GB inzwischen. Ich glaube, ein Update habe ich jetzt selbst mitbekommen. Das war aber ein ziemlich kleines, als ich das Spiel gekauft habe und runtergeladen habe. Habe ich mich eigentlich schon gewundert. Ich so, hä? 1 GB? 1 GB für ein Spiel? Aber ihr seht selber, grafisch vollkommen in Ordnung. Hätte Minecraft damals die Grafik schon gehabt, hätte sich jeder gedacht, wow, top Spiel. Aber zur jetzigen Zeit, klar, es geht. Grafisch ist deutlich noch was nach oben. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Spiel ist noch nicht komplett fertig. Es ist quasi einfach mal rausgehauen für günstiges Geld. Jeder kann quasi gucken, wie was funktioniert. Und es wird noch ständig daran weitergearbeitet. Und der Publisher, habe ich auch nachgeguckt, es ist das erste Spiel. Also es gibt noch keine Informationen darüber, wer das Spiel wirklich, also schon erfunden hat, in dem Sinne schon. Die Namen stehen ja auch bei den Credits. Aber es gibt keinen Vergleich. Also die haben nicht schon vorher ein Survival-Spiel gemacht, keine Ahnung. Wenn man jetzt sagt, das hier wäre von Ark, dann weiß man, ja, gut, da weißt du ungefähr, wo du am Ende hinkommst. Es wird da ein Add-on geben, da ein Add-on geben. Aber hier ist einfach Wundertüte. Aber wie gesagt, ich kann euch das Spiel wirklich nur empfehlen. Ich habe vorher nur Fortnite gespielt, sieht man ja auch an meinem Kanal, sieht man auch am Layout. Aber ihr wisst auch, ich nehme das Spiel gerne komplett auseinander, weil ich weiß, es gibt auch jüngere Zuschauer, jüngere Spieler, die sich an sowas dann nicht rantrauen, die irgendwie nicht zurechtkommen. Und es ist immer blöd, wenn man ein Spiel eigentlich gerne spielt, aber irgendwo nicht weiterkommt. Und in Zeiten von YouTube ist natürlich klar, man kann einfach in die Suchleiste die Frage eingeben und in der Regel findet man ein Video. Ich denke mal, bei der einen oder anderen Frage werden wir uns bestimmt wiedersehen. Würde mich dann halt freuen, wenn ihr auch da ein Like da lasst, eventuell. Und so auch den Kanal unterstützen würdet. So, dann holen wir uns mal hier schnell das Wildschwein, weil wir wissen ja, Nahrung ist wichtig. Zack, was hat es? Hinzugefügt, rohes Fleisch. So, dann gehen wir mal schnell zur Feuerstelle. Zack, ihr wisst, ja, ist klar. Am Anfang, das sieht jetzt alles so einfach aus, aber ich kann euch sagen, die ersten ein, zwei Spielstunden habe ich dann doch schon gedacht, ui, hoffentlich werde ich nicht vom Schwein getötet, direkt ganz am Anfang. Man skillt halt alles Mögliche hoch. Also sobald man irgendwas benutzt, skillt es auch mit. Ist nicht irgendwie so, nee, ich muss eine starke Waffe finden, etc. Sondern alles kommt nach und nach dabei. Und deshalb sage ich ja, Tutorial, Tutorial, Tutorial. So, Fleisch ist fertig. Wie man unten links sieht. Unten links ist nämlich alles am Blinken. Bedeutet nämlich, ich habe Hunger. Erstmal ein bisschen Echsenfleisch gegessen. Dann noch einen schnelleren Pilz hinterher. Und nein, kein Bier, sondern ein normales Pilz, einen normalen Pilz. Auch kein Fliegenpilz. Und wie ihr seht, ja, das ist mein erstes Haus. Also Bauingenieur bin ich nicht. Aber denkt dran, man kann das Ganze auch abreißen, wieder neu bauen. Also ich werde mir auf jeden Fall noch Mühe geben. Ich denke mal, wenn ihr irgendwie in einem Monat oder so, oder ich sage jetzt mal nicht im Monat, in einer Woche ungefähr, bei mir im Livestream seid, würde ich schon fast behaupten, das Haus hier ist Geschichte. Wurde dann ersetzt durch ein deutlich schöneres, attraktiveres. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon mit dem Video? So grob konntet ihr jetzt mal reingucken. Die Gegner sind natürlich jetzt nicht die stärksten. Ich bin hier noch im Anfangsgebiet. Dann gibt es noch einen dunklen Wald, wo ihr reingehen könnt, wo natürlich deutlich stärkere sind. Auch große Trolle, die gefühlt so groß sind wie dieser Baum. Da bin ich aber eben dann auch schnell weggelaufen. Also es gibt einiges zu entdecken. Wenn ihr Bock habt, gerne ein Abo da lassen. Gerne die folgenden Tutorials angucken. Da wird bestimmt auch das ein oder andere dabei sein, wo ihr die Hilfe braucht. Und ich sage ganz ehrlich, für wie viel? 16,79 Euro kann man nichts falsch machen mit diesem Spiel. Wenn man nicht heiß drauf ist, die neueste, beste Grafik zu haben in 4K. Ich kann euch mal gerade zeigen, Einstellungen, was gibt es hier in Grafik? Ja, 140p, Vollbild, hoch, 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 sehr hoch. Also mehr geht halt auch nicht. Aber ich würde behaupten, solange das Spiel Spaß macht, dann lieber soll das Spiel Spaß machen, die Grafik nicht die allerbeste. Als andersrum und das Spiel ist Schrott, aber die Grafik 1A mit 23 Sternchen. Weil dann kann ich mir auch einen Film angucken. So, dann würde ich sagen, war es das auch. Ich denke mal, wir sehen uns bei den nächsten Tutorials. In dem Sinne, haut rein.